ein neuer Bild bei Wolf. Ja, ja. Wie aus der Pistole kommt das. Da, 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 da. Naja. Da, da, da. Jo, also wir haben mal wieder einen neuen Bild. Und zwar ist es dieses Mal die Falatine. Falatini? Was? Die Falle? Ja. Also wir haben ja auch schon ein Bild gemacht von der Krieg. Zum Beispiel die Alternative. Ja, zumindest, also die sind eigentlich vom Typus genau gleich. Bloß die Krieg gemacht ein bisschen mehr. Ja, die hat einen höheren Basisschaden. Und ein bisschen mehr Crit. Und Crit, genau, deswegen ist halt die Krieg beispielsweise besser geeignet wie für ein Crit-Bild, das heißt auch mit Berserk oder sowas. Nur fucking Krieg kriegt man nur vom fucking Stalker. Ja. Und ja, kannst du kaufen. Ja. Und wenn man es genau nimmt, zumindest was jetzt rein Damage angeht, ist die Galantine deswegen halt geschickt, weil sie halt Schnittschaden hat. Ja. Das ist halt für mehr niedrigen. Geeignet. Ha? Ziemlich niedrig. Was? Schnittschaden. Die Krieg, ja. Die Galantine. So, du meinst ironisch. Okay, was labert der? Jo. Und deswegen ist zumindest, also die Galantine einfach das vom Damage einfach das Schwert überhaupt. Wenn es aber ein bisschen schneller sein soll, ist die Krieg halt irgendwie cooler. Weil man einfach dann mit Crit-Bild und Versorge dann halt richtig gut durchschnetzen kann oder halt vor allem schnell. Jo. Ansonsten Galantine, weiß ich, also ist halt langsam. Ja, ist mega langsam. Wenn ich sie vergleiche mit meiner Krieg, wo. Die ist halt ein Schluck schneller. Ja. Aber ist nicht arg viel. Ja, schon. Wenn jetzt den Mod nicht dafür, oder den Haltungsmod nicht dafür hat, ist die. Dann wäre sie nicht so toll. Weil der macht halt echt viel aus. Also, das, wir können gerade mal reingucken, welcher Haltungsmod das ist. Genau, spaltender Wirbelwind. Ich glaube, da gibt es nochmal einer, auch einen goldenen. Der ist aber, glaube ich, relativ selten. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wie der ist, aber ich finde den eigentlich geil. Also. Allein schon, ja, vom Movement her schon. Ja, vom Movement ist cool. Also, ich finde jetzt, es gibt nur ganz wenige Haltungsmods, die cooler sind. Vor allem, wenn ich es mal mit Blutroter Derwisch vergleiche. Ja. Das war cool vom Stand her, aber dieses Getänzel echt. Schockknall. Von dem her sieht es auf jeden Fall cool aus, wenn man da rumschnetzelt. Und was gut ist, also die Galantine ist erstmal auch sehr benutzerfreundlich, weil wenn man dann eben den Haltungsmod hat und Orokin-Beschleuniger rein, dann hat man eigentlich schon fast für in sich abgeschlossen ein super Bild. Das Einzige, was noch stört. Ist die Plage. Ja, ist die anständige Plage unten rechts. Da wird es auf jeden Fall Sinn machen, dass man die Galantine einmal kurz zurücksetzt. Und dann kriegen wir da noch einen Elfer-Mod rein. Da hat man 4 Elfer-Mods. Beziehungsweise mit Zierender Tod sogar 5. Gezackter Rand. Was auf jeden Fall auch Sinn macht. Wegen dem Schnittschaden. Und dann, hey ho, let's go, geht's rund. Ne? Vor allem dann eben auch wirklich wichtig, dass man so eine Waffe benutzt. Wenn man Warframes hat, die eine starke Nahkampfwaffe benötigen. Beispielsweise Excalibur mit Exalted Blade. Das ist eigentlich perfekt. Ja, oder Valkyr, das ist ja auch jetzt mittlerweile so, dass das ja auch vom Nahkampf, von Nahkampfwaffe abhängig ist, wie stark das der Ulti da ist, das mit den Krallen da. ja, und deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, die mitzunehmen. Und ja, also ich finde, coole Waffe ist das Einzige, was mich halt stört, dass er halt so brutal lang ist. Das sieht scheiße aus. Ja, das ist so halt so lange. Deswegen habe ich. Guck, kann ich nicht mal ins Kamerabild. Hey, deswegen, ich irgendwo. Das ist eine Waffe, die davon nie ausgerüstet haben, weil warum? Ich laufe oder rutsche und dann ist die halbe Scheiße im Boden. Ja. Ist einfach beknackt. Das ist ein bisschen unschön. Weiß gar nicht, warum die so übertrieben groß gemacht haben. Hätte sie lieber. Die könnten es ja so lange machen, aber dann wie so ein Jedi-Schwert so. Du nimmst in die Hand. Ja, das wäre cool, ja. Dass es so auseinander geht. Hätten sie es lieber mehr in so die Breite gemacht, weißt du, so Richtung von Final Fantasy 7 oder so. Ja, das wäre auch. Fetter Schlachter. Ja. Ja, ansonsten macht Spaß auf jeden Fall. Und wie gesagt, also gehört eigentlich auch zum Must-Have-Inventar auf jeden Fall mit dazu. Wir haben es bisher eigentlich bloß kein Bild darüber gemacht, weil. Er hat sie euch jetzt gebaut und ich hatte keinen verfickten Beschleuniger. Ja. Weil wie gesagt, also ich benutze die Galantine eh nicht. Wenn ich dann mein Excalibur nehme, dann nehme ich wahrscheinlich doch lieber mein Skinto Prime wieder, oder? Nein, ich habe den gleich reingepackt. Ja, weiß nicht. Bitte den, irgendwie. Die, der, das. Was? Wie auch immer, schwarz. Ja. Okay.
Auf jeden Fall, dann vielen Dank. Wir sehen uns wieder bei Boah,